Hallo, heute endlich wieder mal am Camp. Heute möchte ich mich mal mit dieser Schlafliege, die ich als letztes gebaut habe, noch ein bisschen beschäftigen, dass ich die noch etwas in Waage kriege und auch wieder Zeit genießen, basteln, Kaffee trinken, was essen, wie gehabt, einfach hier eine schöne Zeit haben. Aber jetzt hier am Anfang möchte ich mich erstmal, wie gesagt, mit der Liege beschäftigen, dass man dann zukünftig ordentlich drauf schlafen kann. Ich werde jetzt erstmal als erstes die ganzen Stämme hier rausräumen, mir so hinlegen, dass ich wieder weiß, wie die Reihenfolge war. Und dann was unterbauen, dass das so relativ in Waage ist. Wenn ihr wieder Lust habt, hier mit mir gemeinsam Zeit zu verbringen, dann bleibt ganz einfach dran, würde mich wie immer freuen. Ich habe hier was untergelegt jetzt. Jetzt ist das richtig schön in Waage. Jetzt bin ich gerade dabei, hier wieder die Stämme auszurichten, aufzulegen. Und dann werde ich gleich mal so ein kleines Probeliegen machen, ob sich das jetzt besser macht. Die Liege ist jetzt wieder fertig, alles in Waage, schön ausgerichtet. Macht sich jetzt wesentlich besser. Richtig testen kann ich es natürlich erst wieder mit Isomatte und Schlafsack. Da werde ich es dann erst wieder richtig merken, ob ich dann noch irgendwie rumrutsche. Aber ich musste, wie gesagt, ganz schön unterlegen. Ich habe mindestens 10 cm auf der rechten Seite unterlegen müssen, um einigermaßen jetzt in Waage zu sein. Mal so einen kleinen Test, wie sich es jetzt hier liegen lässt. Ja, wunderbar, liegt sich richtig gut jetzt. Na, jetzt am nächsten Wochenende werde ich das mal testen. Da kommt ja der Jens vom Froschblickskanal zur Übernachtung hierher. Da werde ich dann Bescheid wissen, ob es jetzt besser ist oder nicht. So, nach der ganzen Arbeiterei ist jetzt natürlich erstmal wieder Kaffee trinken angesagt. Heute will ich natürlich auch mal das Bachwasser testen, ob sich das eignet zum Kaffee machen. Wasserfilter habe ich heute auch dabei. Ich habe mir zu Hause so eine alte Wasserflasche zurechtgemacht. Mit einem Klebeband und einer Schnur habe ich hier aufgehängt, unten meinen Filter angeschraubt. Das wird jetzt mein zukünftiger Wasserspender hier werden. Mal sehen, ob mein Bachwasser schmeckt.
Mein Kaffeewasser ist aufgesetzt, müsste auch gleich fertig sein. Da bin ich ja schon mal gespannt aufs Bachwasser. Wunderbar, mein Wasserproblem ist gelöst. Ich habe mir auch heute noch ein paar nützliche Haken geschnitzt. Das Prinzip, das habe ich vom Fritz vom End of Comfort Kanal gesehen. Hat mir super gefallen. Musste ich doch gleich mal nachschnitzen. Ein ganz einfaches Prinzip, aber da muss man erstmal drauf kommen. Man sucht sich einen Ast mit einem, wie so eine Art Haken, schneidet mit der Säge eine Kerbe rein und hängt das in eine Schnur rein. Ein richtiger schöner mobiler Haken. Kann ich wieder vielleicht Küchenutensilien dranhängen. Habe mir auch so eine Schnur hier gespannt. Und dabei habe ich griffbereit meine Küchensachen, meine Grillzange, wie jetzt habe ich meinen Wasserbehälter, einfach eine leere Wasserflasche, ein bisschen Klebeband drumherum gemacht, eine Schnur dran gemacht, hier unten meinen Wasserfilter dran geschraubt, alles griffbereit, wieder so eine kleine Verbesserung im Camp. Ich mache auch heute wieder Abendbrot hier. Habe heute ein paar so Reste von zu Hause mitgebracht. Ich wollte heute nichts Besonderes geben. Ich röste mir ein paar Brotscheiben. Ein bisschen Salami schnippel ich mir noch mit rein. Fett habe ich ja auch noch im Camp. Werde ich mir ein bisschen Brot rösten. Schmeckt auch immer ganz lecker. Thank you.
Auch so ein geröstetes Brot. Schmeckt auch immer ganz gut. Auch total lecker. Jetzt gibt es noch einen letzten Kaffee, bevor ich nach Hause gehe wieder. Hatte auf alle Fälle wieder eine richtig schöne Zeit hier. War ja wieder einige Stunden heute wieder hier. Jetzt genieße ich noch einen schönen letzten Kaffee hier am Camp. Es ist jetzt auch richtig still hier geworden. Angenehme Temperaturen. Die Sonne geht jetzt so langsam, aber sicher unter. Es war einfach wieder eine richtig schöne, traumhafte Zeit hier. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Kommentare, Tipps sind wie immer erwünscht. Da freue ich mich auch immer drauf. Also dann, bis zum nächsten Mal, der Kaffeechaos Uwe.